Mitwelten. Unter diesem Titel steht das 10. Figurentheaterfestival Blickwechsel im Juni. Dann wird Magdeburg wieder zum Mekka der Puppenspieler. Über das Programm und das Drumherum informierten wir uns dieser Tage auf einer vielbeachteten Pressekonferenz. Das Jubiläumsfestival setzt aus Anlass des 50. Jahrestages der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages den Länderschwerpunkt Frankreich. Eröffnet wird das Festival erstmals mit dem internationalen Kunsttheaterparcours Prolog Nummer 13 und der dauert gleich ganze 3 Tage und das bei immer knapper werdenden Finanzen. Das Figurentheaterfestival in diesem Jahr zu finanzieren war das schwierigste Vorhaben bei der Finanzierung eines Festivals überhaupt, wie ich es in meiner langjährigen Tätigkeit kennengelernt habe. Hintergrund ist natürlich die Finanzkrise in Europa, Hintergrund ist die Schuldenkrise der öffentlichen Haushalte, beides kommt zusammen. Die Finanzkrise in Europa ermöglicht auch weniger Mittel der internationalen Kulturinstitute und Botschaften bei der Unterstützung, aber gleichzeitig auch weniger Mittel, die seitens der öffentlichen Kassen zur Verfügung gestellt werden. Trotzdem ist es uns gelungen, den Etat des Internationalen Figurentheaterfestivals auf 320.000 Euro bei 320.000 Euro zu halten, wie in den vergangenen Jahren. Ich denke, die große Bewährungsprobe wird es zum nächsten Festival geben, weil schwierig macht es das, dass einzelne Förderbescheide bis heute nicht entschieden sind. Das heißt, man geht in dieses Festival mit einer Unsicherheit und mit einem Risiko. Und das kann man einmal machen, aber auf Dauer kann man so nicht arbeiten. Also wenn das Festival im Juni beendet ist, werden die Verwendungsnachweise erstellt und ab September geht es dann schon daran, das Konzept für das nächste Festival wieder in 2 Jahren zu entwickeln und die ersten Förderanträge sind bisher immer dann im Sommer des nächsten Jahres, also 1 Jahr vorher gestellt worden. Abzeichnen tut sich, dass man wahrscheinlich jetzt noch einen längeren Vorlauf braucht. Das Figurentheaterfestival Blickwechsel fängt mit einem Prolog an. Was dürfen wir denn darunter verstehen? Ja, wir dürfen darunter verstehen einen zauberhaften Sommerabend mit ganz viel internationaler Theaterkunst. Neu ist, dass Prolog an 3 Abenden stattfindet für eine begrenzte Zuschauerzahl von maximal 1000 Personen. Und neu ist, dass wir wieder zurück zu unseren Wurzeln gekehrt sind. Prolog findet statt auf dem Gelände des Puppentheaters. Wir haben ja durch die Eröffnung der Villa P wunderbare neue Gebäude bekommen, neue Außenareale, die wir also theatral beleben werden, vor allem inszenieren werden. Dazu gibt es 3 Korrespondenzstandorte an jedem Abend. Das heißt, das Gesellschaftshaus ist ein ganz wesentlicher Spielort. Das Freigelände der Messmerlofts, das gegenüber gerade noch Baustelle ist. Da gibt es ein großes Open Air. Und es gibt eine alte Werkhalle in der Weststraße, wo wir auch eine Theaterinstallation Ghost City präsentieren. Und somit haben wir eigentlich auch eine sehr schöne Korrespondenz all dessen, was Bukau als Stadtteil letztlich ausmacht. Für die nachfolgenden Programmtage haben sich zahlreiche Künstler der Sparten Figurenspielkunst, Theater, Musik, Performance und neuer Medien aus Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Japan, Finnland, Russland und anderen zum Thema Mitwelten angekündigt. Wir haben in diesem Jahr 26 Theatergruppen eingeladen aus 11 Ländern. Es wird insgesamt 66 Vorstellungen geben. Nach der Eröffnung Prolog, die ja vom 14. bis zum 16. geht, beginnt am 17. Juni dann das Bühnenprogramm auf allen Magdeburger Theaterbühnen. Und da kann man also ein inhaltliches Spektrum erleben. Das geht von der klassischen Inszenierung mit Puppen bis hin zu Theater, Schauspieltheater mit Objekten und medialen Räumen. Wir wollen damit einfach auch zeigen, dass unsere Kunst, so wie es vor Jahren behauptet wurde, eine der innovativsten darstellenden Theaterformen überhaupt ist, erneut unter Beweis stellen in der Korrespondenz zwischen theaterbildender Kunst, Installationskunst, medialen Möglichkeiten, dass das Spektrum einfach unglaublich groß ist. Das Festivalprogramm werden wir rechtzeitig auf unserer Videotextseite 613 veröffentlichen.